Herzlich willkommen zu Physik mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Mechanik, genauer um Schwingungen und noch genauer um die Bewegungsgleichung einer Schwingung. Ich verwende zur Erklärung folgende Aufgabe, bei der nach der Auslenkung eines Fadenpendels gefragt ist, und zwar nach 0,1 Sekunden nach dem Durchgang durch die Ruhelage. Das Ergebnis schon mal vorweg. Die Auslenkung nach 0,1 Sekunden ist 14,4 cm. Immer wenn nach der Auslenkung gefragt ist, benötigst du für die Lösung die sogenannte Bewegungsgleichung. Eine Gleichung, die die Bewegung der Pendelmasse im Laufe der Zeit beschreibt. Die Bewegungsgleichung hat zwar verschiedene Formen, aber immer denselben Inhalt. Damit du in Zukunft auch andere solche Schwingungsaufgaben leicht lösen kannst, wirst du jetzt erfahren, warum eine Bewegungsgleichung genau immer dieselben vier Bausteine enthält. Du brauchst nämlich immer zum ersten die Amplitude A, also die maximale Auslenkung. Zum zweiten die Schwingungsdauer oder ihren Kehrwert, die Frequenz. Zum dritten einen konkreten Zeitpunkt T. Und zum vierten eine periodische Funktion wie Sinus, Cosinus oder E hoch I. Sobald du das in 8 Minuten geblickt haben wirst, verliert jede noch so kompliziert erscheinende Schwingungsaufgabe ihren Schrecken. Ja, das Knacken von Bewegungsgleichungen könnte dir anschließend sogar Spaß machen, auch wenn das jetzt noch nicht jeder so sehen mag. Gesucht ist ja die Auslenkung y zu einem bestimmten Zeitpunkt t. Gemeint ist damit der Abstand zwischen dem Pendel und der Ruhelage, denn die Zeit wurde ab der Ruhelage gemessen. Die Auslenkung ändert sich im Laufe der Zeit, je nachdem, wie schnell und stark das Pendel schwingt. Weil die Auslenkung y von der Zeit t abhängt, schreibt man nicht nur y, sondern y von t. T ist in dieser Aufgabe ein Zeitpunkt, zu dem der Abstand berechnet werden soll, 0,1 Sekunden. Damit suchen wir y von 0,1 Sekunden. Verfolgt man die Bewegung des Pendels auf einer Zeitachse, schwingt das Pendel entlang einer Sinuskurve. Darum kann man den zeitlichen Verlauf dieser Auslenkung durch eine Sinusfunktion beschreiben. Y von t ist gleich Sinus von t. Will man also wissen, wie weit das Pendel nach 0,1 Sekunden von der Ruhelage entfernt ist, braucht man nur die 0,1 Sekunden einzusetzen. Y von 0,1 Sekunden ist gleich Sinus von 0,1 Sekunden. Hallo? Das war nicht ernst gemeint. Vom Prinzip her ist das zwar schon in Ordnung, aber die Sinusfunktion erwartet in der Klammer einen Winkel und keine Zeit. Der Taschenrechner geht ja davon aus, dass 0,1 Grad gemeint sind, nicht 0,1 Sekunden. Kann man also den jeweiligen Zeitpunkt in einen Winkel umwandeln? Und wenn ja, wie drückt man dann 0,1 Sekunden in einen Winkel aus? Antwort: Man kombiniert die Auf- und Abbewegung des Federpendels mit den Winkelangaben in einem Einheitskreis. Aber wie? Keine Panik, alles machbar. Eine Schwingung kann man nämlich als Kreisbewegung ansehen. Glaubst du nicht? Okay, hier der Beweis. Dieser rote Punkt schwingt auf und ab wie unser Pendel aus der Aufgabe. Schieben wir das Pendel mal zur Seite und schauen uns den roten Punkt an. Dann stellt man fest, dass sich der rote Punkt die ganze Zeit auf einer Kreisbahn bewegt. Fazit: Eine Schwingung kann als Kreisbewegung aufgefasst werden. Der rote Punkt braucht eine gewisse Zeit für eine Umrundung. Aus dem durchlaufenden Winkel phi geteilt durch die dafür benötigte Zeit t lässt sich seine Geschwindigkeit berechnen. Zum Beispiel 360 Grad in 2 Sekunden. Dieser Wert heißt Winkelgeschwindigkeit und hat das Formelzeichen klein Omega. Zum Beispiel ist die Winkelgeschwindigkeit der Erde 360 Grad durch 24 Stunden. Oder die eines Sekundenzeigers 360 Grad durch eine Minute. Man hat sich darauf geeinigt, die Winkel immer in Radiant und die Zeit immer in Sekunden anzugeben. So berechnet man die Winkelgeschwindigkeit der Erde also mit 2 Pi durch 86.400 Sekunden. Und die des Sekundenzeigers mit 2 Pi durch 60 Sekunden. Für unsere Berechnungen im Taschenrechner ist es meistens sinnvoller, bei Grad statt Rad zu bleiben, denn meistens sind die Taschenrechner auf Grad eingestellt. Halten wir aber mal fest: Man kann nicht nur einer Drehung, sondern auch jeder Schwingung eine Winkelgeschwindigkeit zuordnen. Denn jede Schwingung ist als Drehung darstellbar. Und egal wie man die Winkelgeschwindigkeit schreibt, immer bleibt es beim Grundschema: Winkel pro Zeit. Wir hatten gesagt, dass die Sinusfunktion einen Winkel enthalten muss. Die Winkelgeschwindigkeit des Federpendels enthält diesen Winkel. Den Winkel, der der abgelaufenen Zeit entspricht, erhält man aus einer einfachen Umformung. Phi gleich Omega mal t. Heißt,
dass der durchlaufende Winkel phi proportional zur abgelaufenen Zeit t ist. So wie auf einem Karussell. Je länger man drauf sitzt, umso öfter dreht man sich. Damit wird unsere Bewegungsgleichung Sinus von Omega mal t. Wir haben damit zweierlei erreicht. Erstens einen Winkel ins Sinusargument gesetzt und zweitens die gut messbare Zeit darin eingebaut. Das Omega, das jetzt neu dazugekommen ist, lässt sich berechnen, wenn man die Schwingungsdauer t des Federpendels kennt. In der Aufgabe war sie mit 1,3 Sekunden angegeben. Damit entwickelt sich unsere Bewegungsgleichung weiter. Wenn man jetzt auch noch t gleich 0,1 Sekunden einsetzt, erhält man einen Wert von 0,46. Der Sinus eines Winkels ergibt maximal einen Wert von 1. 0,46 bedeutet daher, dass die Auslenkung 46% des Maximalwerts beträgt. Was ist denn der Maximalwert? Was sind die 100%? Diese 100% sind natürlich die Amplitude. Man multipliziert daher die Sinusfunktion mit der Amplitude a und mit diesen 31 cm aus der Aufgabenstellung erscheint auch die Einheit der Auslenkung, nämlich Zentimeter. 46% von 31 cm ergeben eine Auslenkung von 14,4 cm. Die Sinuskurve bestätigt unser Ergebnis. Wenn die ganze Sinuskurve 1,3 Sekunden lang ist, dann befindet man sich mit 0,1 Sekunden an ihrem Anfang, wo die Kurve ansteigt und das Ergebnis positiv ist. Setzt man zum Beispiel in die Gleichung ein t von einer Sekunde ein, befinden wir uns in der Nähe des Minimums der Sinuskurve. Das Ergebnis ist mit minus 30,8 cm, wie erwartet, negativ und ziemlich nah am Amplitudenwert. So viel zum Aufbau von Bewegungsgleichungen an einem Beispiel. Solch eine Bewegungsgleichung kann aber immer unterschiedlich aussehen. Das liegt zum Beispiel an den drei Möglichkeiten, wie man das Omega darstellen kann. Statt dem hier verwendeten Zähler drückt man den Winkel meistens in Rad aus, statt 360 Grad also als 2π. Dann sollte man allerdings auch den Taschenrechner auf Rad einstellen. Die letzte Alternative ist, die Schwingungsdauer t im Nenner durch den Kehrwert der Frequenz zu ersetzen. Das macht Sinn, wenn man zwar nicht die Schwingungsdauer, dafür aber die Drehzahl oder die Frequenz kennt. Statt des Sinus kann man auch eine andere periodische Funktion verwenden, meistens Cosinus oder eine EOI-Funktion oder minus Sinus. Hat dir dieses Video etwas von dem Schrecken genommen, den so eine Bewegungsgleichung mit sich bringen kann? Oder blieb noch einiges unbeantwortet? Schreib es mir in die Comments, vielleicht kann ich dir ja helfen. Falls du jetzt aber etwas schlauer sein solltest als vor dem Video, schenk mir doch bitte deinen Klick auf Daumen hoch. Danke und dir noch viel Erfolg beim Lernen.